Masuren, verträumt, ursprünglich ein Land jenseits von Hektik und Alltagssorgen, fern und vertraut zugleich. Zum nunmehr dritten Mal reisten wir in das Land unserer Vorfahren in der einstigen Provinz Ostpreußen. Meist verweilen wir nur wenige Tage, denn es ist nicht die Bekanntheit jenes Landstriches, in dem sich Historie und Gegenwart auf so einzigartige Weise berühren, es sind die eigenen Wurzeln, die diese enge Beziehung herstellen. Masuren ist auch ein Stück Wehmut, hat man doch noch immer die vielen Geschichten der Großmutter, die so gern von ihrer Heimat erzählte, in den Ohren. Die Landschaft zeigt sich von vielen Seiten, Wälder, kahle Hügel oder flaches Land, vor allem aber eines, ein Stückchen stehengebliebene Zeit. Und genau das ist es, was jeden, der hierher kommt, auf so eindrucksvolle Weise in die Geschichte eintauchen lässt. Meine Großeltern lebten im südlichen Teil Masurens am Rande der Johannesburger Heide, sodass die Kreisstadt selbst unser erster Anlaufpunkt ist. Doch Johannesburg wurde im Krieg so stark zerstört, dass heute nur noch der Marktplatz von der historischen Stadt zeugt. Ein buntes, lebendiges Getummel vor alten Mauern, die Geschichte erzählen. Eine wechselvolle, von der Blütezeit, vom Niedergang, vom Wiederaufbau und einem Neuanfang, der die Stadt heute im völlig neuen Gewand präsentiert. Die kleinen Dörfer der Umgebung wirken schlicht, haben vielfach noch das Alte bewahrt, eben das, was den Reiz dieser Gegend ausmacht. Doch auch an ihnen nagt der Zahn der Zeit und viele der charakteristischen schwarzen masurischen Häuser, die früher das Ortsbild prägten, sind inzwischen verschwunden. Die meisten von ihnen findet man heute noch in Liebenberg, dem westlichsten der von uns besuchten Orte. Die markante katholische Kirche wirkt fast ein bisschen überdimensional und hebt sich vom übrigen Erscheinungsbild des auf den Fremden etwas kühl wirkenden Dorfes ab. Die zweite, nicht mehr genutzte evangelische Kirche ist dagegen dem Verfall preisgegeben. Als wir Klohn, wie Liebenberg heute heißt, wieder verlassen, haben wir das Gefühl, als würde das Dorf erleichtert aufatmen. Immerhin wurden wir mit unserer Kamera etwas argwöhnisch beäugt. Doch auch in den übrigen Dörfern erging es uns nicht anders. Die Menschen leben hier wie eh und je von der Landwirtschaft oder arbeiten außerhalb. Nur eines scheinen sie nicht zu kennen, den Tourismus. Das spürt man sofort, wenn man irgendwo anhält und das Auto verlässt. Ein besonders wehmütiges Gefühl überkommt uns immer wieder aufs Neue in Erdmannen, dem heutigen Cisina. Hier stand das Elternhaus meiner Großmutter als einer von 5 Ausbauten weit draußen in den Wiesen. Keines dieser Häuser existiert heute noch und auch ihr späteres Zuhause, ein einzelnes Bauerngehöft zwischen Erdmannen und Heidig, dem östlich gelegenen Nachbardorf, wurde unmittelbar nach dem Krieg zerstört. Was bleibt, sind die Erinnerungen an Omas Geschichten, wenn sie von ihrem Leben aus längst vergangenen Tagen erzählte. Ein kleiner Friedhof am Ortsausgang, der fast an ihr Grundstück grenzte und den wir noch vor 15 Jahren völlig verwildert vorfanden, scheint wie ein stiller Versuch des Gedenkens an die Vergangenheit, denn die wenigen Gräber, die heute noch existieren, sind teilweise über 100 Jahre alt. An das Gehöft selbst erinnern heute nur noch ein paar verwilderte Obstgehölze. Auf der anderen Seite, wenige 100 Meter abseits der Straße, empfangen uns 2 freundliche ältere Leute, denen wir bei unserem letzten Besuch vor 3 Jahren versprochen hatten, wieder vorbeizuschauen. Sie luden uns ein und erzählten von früher.
Unsere Gastgeberin Brigitta aus Gruttinnen kam zum ersten Mal mit hierher. Sie dolmetschte für uns und merkte dabei, dass sie ganz überraschend auf ihren Namensvetter stieß. Jak? Nosek. Jak Nosek? Syn nasz. Wasz syn Nosek? To wy się Nosek nazywacie? Tak. No ja jestem Nosek. Tyś? No coś napisałam, Brigida Nosek. A to ja, to, ale ja myślałam, że to chodziło o mnie, to... to nie, to, że ja jestem Brigida Nosek. To, ty heißen auch Nosek. Ja? No. So, was gibt's ja nicht. No, no bo Noski, to wy z Ostrołęki gdzieś tam z tych stron, nie? Jetzt ist die Tochter, die wohnt doch in Solkwitten und ich bin auch in Solkwitten, also nie. Oh, dwa razy trzeba oben. Tam zaraz się na zdrowie. I warpuni zaraz są. A warpuni, a warpuni. Na zdrowie. Na zdrowie. Wenn ich dir sehe, dann muss ich weinen, weil du so klein geraten bist. Darum muss ich leider dir erzählen, mit Andacht und mit Hinterlist. Bestimmt, du musst mir aus den Augen, ich kann mir selbst nicht weinen sehen. Drum rutsch mal runter, längs der Gurgel und grieß mal auf die Nase. Das Haus der Noseks gehört zu Heidig, dem Ort, zu dem wir, ebenso wie zu Erdmannen, eine ganz besondere Beziehung haben und den wir bei keinem Masurenurlaub auslassen. Heidig ist zugleich eines der schönsten Dörfer, in dem trotz des auch hier sichtbaren Fortschritts die Uhr manchmal ein kleines bisschen zögerte, sich weiterzudrehen. Auf unserer Fahrt machen wir kurz Halt im Nachbardorf Mittenheide oder Turoscheln und besuchen die dortige Kirche, in der meine Großeltern noch kurz vor Kriegsbeginn heirateten. Der Moment des Betretens war ergreifend. Einige Kilometer nördlich besuchen wir als bereits letzten Ort das wohl ausgefallenste Hotel dieser Gegend, das am Beldansee gelegene Masurski Eden, das in seiner Aufmachung an den alten Stamm der Galinder, der einst hier lebte, erinnert. Schon die Zufahrt lässt erkennen, dass man sich auf eine andere Welt zubewegt und wer es ganz spektakulär mag, der kann sogar einen Überfall buchen. Auf dem Gelände selbst beeindrucken die vielen Holzfiguren, von denen die ersten den Besucher bereits am Eingang empfangen. Hier nun machen wir den letzten Rundgang unserer kurzen Reise, kehren anschließend in den Weinkeller ein, den wir allerdings nicht filmen dürfen und verabschieden uns zugleich vom Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen, in dem einst unsere Vorfahren lebten.